Sagt das an dieser Stelle zu euch, es ist geisteskrank, was hier passiert ist. Das hat einfach Ausmaße angenommen, das ist einfach nur noch geil. Die letzte Träne, die ich hab, wer ist sie noch wert, denn der Platz an meiner Brust ist leer. Die letzte Träne, die du hast, ich bin sie nicht wert, denn der Platz an meiner Brust ist leer. So süß wie Honig. Jetzt sind alle wegen mir hier. Ja, also heute ist Tourauftakt in Erfurt. Erfurt ist, war für uns mal, meinte auch gerade mein Drummer, die größte Halle, in der man jemals spielen kann, hier vor 5000 Leuten. Und es ist auch immer noch krass, aber jetzt kommen wir hier rein und sehen, scheiße, unsere Show passt hier nicht mal annähernd rein. Also wir müssen hier richtig abspecken, weil wir haben hier eine Stadionshow in eine Arena-Tour geknallt. Das muss man sich mal geben. Ey. Luis, jetzt hör doch mal auf, guck mal, wie wichtig. Luis, was geht denn abends? Ich komme in deinen Turbus, das sagst du dir, Alter. Er hat keinen Welpenschutz mehr. Blister in den Tee verschwinden lassen. Für eure Firma Stada, ich hätte gern Sponsoring. Danke. Mit Ben 10, 10% sparen bei Stada. Drei Monate kein Sport mehr, Alter. Krass. Das war vor 3-4 Jahren, war das für uns der größte Schuppen, den wir jemals gesehen haben. Das habe ich irgendwie, man wird mal leicht verwöhnt. Krasser Tourauftakt und ich denke, die Tour wird sehr krass. Auf eine erfolgreiche Tour und auf die nächste. Auf euch! Alles, was sie will, ist nur ein bisschen Liebe, dass du nicht vergisst, woher du kommst. Alles, was sie gibt, ist sicher keine Liebe. Tiefmatt im Zug voller Smog. Alles, was sie will, ist nur ein bisschen Liebe, dass du nicht vergisst, woher du kommst. Alles, was sie gibt, ist sicher keine Liebe. Aber Mörderpanorama auf dem Blocks, 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 Blocks. Ey, zweiter Tag von der Tour. Gestern Album angekündigt für den 25.09. Vollmond. Wir haben seit gestern 5000 Boxen vorgestellt. Gott ist krank. Ihr sollt vor Ort live erleben. Ihr sollt eure goldenen Live genießen. Macht Fotos, kommt her. Wir zeigen euch direkt, was in der Box drin ist. Wir nehmen einen Truck mit, der durch jede Stadt fährt. Dankeschön für alles. Ja, verfickt nochmal, warte, Alter. Wollt ihr ein paar T-Shirts?
Für die Sicherheit, ich und Steven. Boxe ist ein breit gebauter Typ, der einfach nur Bauch hat. Das ist kein Rock. Boah, bin ich aber nah dran an der Kamera, oder? Der neue Traum machen wir zu Punkt. Die Traps an der Wand, die Tinte im Blut. Adrenalin, wir waren schon hier. Ich stoppe dein Zug, also was willst du tun? Der neue Traum machen wir zu Punkt. Die Traps an der Wand, Graffiti ist Kunst. Adrenalin, wir waren schon hier. Die Stadt wird so Leinwand in einem Zug. So werde ich mir liebe. Alter. Oben ohne, ne? Oder unten ohne? Da haben sie schon am Eingang gesagt, was ist denn mit ihnen nicht in Ordnung? Die kamen schon so nackt in Schlappen. Stars sitzen immer hin. Auch hinten? Weißt du, am Boden geblieben. Was hier los ist. Such dir den größten und breitesten aus und den fickst du und dann halten alle anderen die Klappe. Gut, reicht dann auch wieder, ne? Ja. Ich trinke mehr, als ich trainiere. Kann man übrigens auch beim Training tragen, ne? Ihr kennt das ja, Handelbank, hinlegen, Handy fällt aus der Tasche, Riss auf dem Display. Kann dir damit nicht passieren. Stopp, müssen wir mehr machen. 35. 35, das wird jetzt spaßig. So, komm. Hopp. 15. Ja, okay. 10. 1. Was ist das? Ein bisschen heiser. Das ist immer schlimm. Scheiße von der Show, wenn du heiser bist, man, weißt du? Ich kann die Show 100% fahren, stimmlich. Bin aber danach komplett weg. Und dann wird die Show, auch wenn wir einen Off-Day haben, danach wieder richtig schwierig. Das heißt, ich muss jetzt prozentual genau richtig liegen, dass ich ja nicht heiserer werde als jetzt. Dann bin ich morgen wieder fresh und übermorgen in Köln perfekt. Und dann kann ich das Level auch wieder halten. Aber irgendwas ist gestern passiert, das ist fertig geworden. Ich bin gespannt. Mir geht die Buffe. Ich hab Bock. Viel Spaß euch allen. Ich hab Bock. So, auf geht's, meine Freunde. Reiß ab die Hütte. Ich hoffe, du bist niemals weg, weil das dann meinst du, was wirklich will. Du bist weg, auf die Wiedersehen. Dein Leben wird uns von Bildern erzählt. Alle Hände bleiben oben. Und so laut ihr könnt. Du bist niemals weg, so laut ihr könnt. Ich hoffe, du wirst niemals weg. Einmal noch ganz Stuttgart. Ich hoffe, du wirst. Wir sind jetzt in Tourabschnitt 3, Phase 3 mit Contra K, größte Stadt heute Köln. Wir sind in der Summe mit 12 Trucks unterwegs, 4 Bussen unterwegs, über 60 Mann eigene Crew. Es ist aktuell, würde ich sagen, in Deutschland die Tour im Hip-Hop-Bereich, die definitiv auch neue Maßstäbe setzt. Wir haben ein Innenraumkonzept, wir haben ein Bühnenkonzept, also wir gehen hier auch in den großen Hallen in Deutschland, in den Arenen, absolut ans Maximum von dem, was wir produzieren können aktuell. Outfit on fleek. Mein Outfit hat den Drip, wie wenn Rapper sich in die Hose pisst. Nehmt euch jeden Eingang und schmeißt, sucht euch Wir sehen uns gleich im Backstage. Beim Rummel, wenn du die Büchsen abräumst. Yeah.
Ich hab sie tätowiert. Okay, seid ihr ready da? 3, 2, 1 und los! Nicht aufhören, immer weiter, immer weiter! Oh. Ja, ja! Ja! Und hier runter geht's und weiter! Ich steh auf, geh raus und atme den Tau von den Blättern. Denn jeder Einheit steigert mich um 1%. Jeder Lauf macht mich schneller, also 30 Kilometer bis die Lungenflügel brennen. Mein Kopf ist dicker als die Wände, die er bricht. Also bleib ich lieber fitter als der Rest, halt die Deckung stabil. Bevor das Leben wieder trifft, denn jeder Tag ist ein gottverdammter Test. Also wieder rein in den Ring, immer eine Hand am Kinn. Doch der erste Punch holt mir seinen Respekt. Runde über Runde ganz allein, denn ihr klärt nicht den Rücken die Probleme, sondern immer nur du selbst. Trainer ist Familie, mein zweites Zuhause im Gym. Nicht so nobel, doch ich kenne jeden Fleck. Jeden Tropfen Blut oder Schweiß auf dem dreckigen Parkett. Noch willst du chillen, dann verpiss dich ins Hotel. Denn jeder Fehler, jeder Stein, jede Scherbe auf dem Weg ist. Das macht mich lieber nicht und das schickt wieder. Und da kommt sie, da kommt sie, da kommt sie. Und sie geht um den Ring. Jawohl! Aber darum besser zu werden. Nicht besser als der Rest, sondern besser als du selbst. Entweder machst du oder du machst nix, nur Resultate zeigen, was du bist. Lass deine Schwäche verbrennen, 101%. Schneller, besser und stärker als der Rest. Denn nur mit Power kommt auch der Respekt. Schneller, besser, stärker als der Rest. Nur Übung macht Talent, aber Ehrgeiz den Sieg. Der Körper, die Maschine durch den Geist programmiert. Und es sind meist nur Verlierer auf Gewinner fokussiert. Doch Gewinner aufs Gewinnen konzentriert. Ah, es tut weh. Ah, oh, das ist auch meine Augen. Mach mal rein, komm. Und bleib mal drinnen liegen, also richtig reindrücken, ja? Reindrücken. Reindrücken. Ey, Max, Mann! Reindrücken. Ah, nee, das geht nicht. Sag ich doch. Es tut weh in den Augen, oder? Na klar, Alter. Das ist gut. Komm, mach mal hier. Ich denk an die Tage ohne Stacks oder Rolex. Nur 1 Cent, kein Benz, Leben nach dem Kodex. Jeden Tag um 6, ich lacker mich zu Tode. Von Montag bis Mittwoch dieselbe Garderobe. Und für bisschen extra Cash entwickelt man Methoden. Früher vor der Bühne, heute findest du mich oben. Hinter meinem Rücken sagen, ich bin abgehoben. Aber die Päckchen, die ich trage, Bruder, halten mich am Boden. Zwischen Fake-Back zum Filter geht real nicht verloren. So viel dieser Liebe ist gelogen. Und auch für mich die Scheiße runterzieht wie ein Anker. Ich bleibe dankbar. So weit weg von Gut und Böse, dicke wie Eis wollen die Sonne sehen. Der kalte Wind weht uns entgegen, doch heißes Blut fließt durch die Venen. Zwischen Himmel und Hölle ist wo wir leben, hängen über den Abgrund. Das sind so die typischen Kontra-K-Fahrstuhl-Situationen. Ich hoffe, alle unter Kontrolle. Es wird einem so ein T-Shirt ins Gesicht geschossen, im Fahrstuhl aus Versehen löst sich ein Schuss bei Pimpen. Wo sind die, Mann? Hallo! Beständig. Es frisst sich später dick Beton bis zum Horizont. Die Gedanken spielen Ping-Pong an den Wänden. Doch fällt der Kopf in den Nacken, sehen wir Gott sei Dank den Himmel. Den Himmel. Den Himmel. Das ist eine unserer krassesten Shows hier, ne, die wir jemals spielen werden. Jemals. Ob es hier nachher noch weitergeht, ob das noch so wird wie jetzt, weiß kein Mensch. Mich hat's voll motiviert. Ich war gerade voll drin und er so. Ich brauch's hier keine emotionalen Redenschwäbchen. Doch, sag dir, ich bin der Meinung, das ist das Krasseste, was wir bisher erreicht haben. Bro. Soldaten im Herzen gehen, geerdet wie Asphalt, aber
dankbar für das, was noch kommt. Verdammt nochmal, vielen, vielen Dank! Das ist der Wahnsinn, Bruder! Berlin, du bist der Wahnsinn! Oh fuck, Berlin. Pass auf. Ich bin verdammt dankbar und ich glaube, das ist einer der stolzesten Momente in meinem Leben hier. Ich bin sehr stolz, dass mein Vater heute noch hier ist. Ich bin stolz, dass er das auch miterleben darf. Dass meine Familie heute hier ist. Es war nicht leicht bis hierhin. Mein Vater hat mir immer gesagt, hey, die guten Momente, die kommen dir kurz vor. Aber die sind so gut. Speicher sie dir ein. Für die beschissenen langen Tage. Das mache ich jetzt. An dieser Stelle. Dankeschön, Berlin. Ihr macht mich stolz. So. Batz. Frisch von der Tour zurück, direkt in den Corona-Wahnsinn, in die Quarantäne. Aber abschließend muss man eigentlich noch eine Sache sagen, das war die geisteskrankeste Tour, die ich jemals irgendwie gemacht habe. Das war das Größte, was man spielen kann in Deutschland und so hat es sich auch angefühlt. Auf jeden Fall danke an jeden Einzelnen, der gekommen ist. Das waren unvergessliche, unbeschreibliche Momente und das ist noch lange nicht das Ende. 2021 geht es wieder los auf Vollmond-Tour, auch wieder in die großen Arenen und diesmal alle, überall deutschlandweit. An der Stelle sorry für die letzten zwei Konzerte, die wir absagen mussten. Die Tickets behalten, wie gesagt, die Gültigkeit, aber in der jetzigen Situation ist ein bisschen schwer zu sagen, wann und wo. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Für jeden, der die Knete braucht, gebt die Tickets zurück. Und wir werden safe wieder rechtzeitig ankündigen. Für jeden, der die behalten will, behaltet sie. Ihr kommt damit safe rein. Ey, wir hatten Glück im Unglück. Wir haben die letzte große Tour in Deutschland gespielt, bevor dieser Wahnsinn hier ausgebrochen ist. Aber an wichtigster Stelle ist, ich hoffe, ihr seid gesund. Passt auf euch auf. Und vielen, vielen Dank an der Stelle. Bleibt gesund, bleibt sauber. Mit viel Liebe und Loyalität von mir.